Hallo zusammen, willkommen bei Robflexion. Das ist das Format, in dem ich einfach sagen kann, was mir auf der Seele brennt und wie mir der Schnabel gewachsen ist, wo ich einfach alles Mögliche erzähle, ohne dass ich journalistische Standards beachten muss. Das ist ein reines Kommentarformat. Und ich mache dieses Video, weil heute ein ganz besonderer Tag ist, über den man mal nachdenken muss. Und ich würde das gern mit euch teilen. Aber ich habe noch nicht den richtigen Ort gefunden. Ich bin aber auf dem Weg dahin. Da vorne müsste es sein. Ich bin übrigens wirklich glücklich mit meiner neuen Heimat. Ich habe ja Dolmetscher studiert und früher schon lange im Ausland gelebt. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder Deutschland verlasse. Und das ist jetzt eine wirklich gute Idee gewesen, muss ich sagen. Ja, der Nachteil ist natürlich, wenn man auf so einer Touristeninsel wohnt, dass man nie so wirklich ganz alleine ist. Aber jetzt habe ich einen Ort gefunden, der ganz hübsch ist, denke ich. Und hier kann ich jetzt also mal anfangen zu erzählen. Da hinter mir das weite Meer. Unendlich erstreckt es sich über den gesamten Ozean. Und unendlich ist auch das Universum. Und das sind die Fragen, die mich schon immer bewegt haben. Und heute vor 15 Jahren habe ich Exopolitik Deutschland gegründet. Und das ist der besondere Tag, das 15. Jubiläum dieser Organisation, dieser Bürgerinitiative. So hat sie jedenfalls angefangen. Es war eine ganze Reihe von wirklich total unglaublichen Erlebnissen, die mich dazu geführt haben und die mich auch heute noch führen, das zu machen, was ich mache. Und die sind so unglaublich, dass ich wahrscheinlich noch weitere 15 Jahre warten muss, um das zu erzählen. Also sorry dafür. Im Jahr 2037 sprechen wir uns wieder. So, meine Frau hat gesagt, ich soll keine Sonnenbrille tragen. Vielleicht nehme ich die da mal ab. Aber wenn mir das hier zu heiß wird, ich setze sie wieder auf. Ja, das hat damals angefangen mit einer Website. Damals hieß das nicht Exopolitik Deutschland, sondern Deutsche Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie. Das war ganz schön abgefahren zu der Zeit. Das war so abgefahren, dass es keiner ernst nehmen konnte. Und deswegen habe ich dann das schnell verstanden und den Namen geändert in Exopolitik Deutschland. Es war damals ein rein nicht kommerzielles Projekt. Exomagazin TV gab es damals noch nicht. Es war einfach nur eine Webseite. Ich habe darauf vertraut, dass das Universum mich irgendwie unterstützen wird und dass die Leute, wenn ihnen das wert ist, das schon irgendwie durch Spenden finanzieren werden, was natürlich Quatsch ist. Und ich habe das dann Gott sei Dank auch irgendwann gemerkt, als ich dann tausende Euro Schulden in meinem Dispo-Kredit aufgesammelt oder angesammelt hatte und habe beschlossen, dass ich jetzt was ändern muss. Denn entweder ich fange jetzt wieder an, beim Fernsehen zu arbeiten oder gehe irgendwo als Dolmetscher irgendwo hin und mache dann in meiner Freizeit so ein bisschen was oder ich stürze mich da voll rein und mache das, aber dann muss ich auch damit Geld verdienen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Das war nicht leicht. Das war überhaupt nicht leicht. Und aus betriebswirtschaftlicher Sicht hat das nie Sinn gemacht und würde es vielleicht auch heute nicht Sinn machen, wenn ich nicht in der Lage wäre, diese vielen Sachen, die da zu tun sind, alle im Grunde selber zu machen. Man bräuchte eigentlich viel mehr Angestellte. Und bei der Gelegenheit, ich bräuchte auch wirklich mal ein bisschen Unterstützung bei Transkribieren Englisch und Englisch übersetzen ins Deutsche. Also wenn da einer von euch ist, der das gut kann und der sich für das Thema interessiert, bitte meldet euch. Mein wichtigstes Ziel war aber sowieso nie, mit UFOs reich zu werden und die große Kohle zu machen. Ich meine, wenn es mir darum gegangen wäre, dann wüsste ich schon, wie man das macht. Ja, ich mache ja Filme. Ich weiß, wie man mit Bildern und mit Musik Stimmung erzeugt und wie man irgendwas sensationalistisch aufbauscht. Und ich glaube, damit könnte man schon viel Geld verdienen, aber das bringt halt niemanden weiter. Das hilft der Evolution der Menschheit nicht weiter und das hilft uns vor allem nicht weiter zu verstehen, was wirklich hinter diesem Phänomen steckt. Denn das ist ja das, was wir wirklich wissen wollen. So, also, es war dann eben an der Zeit, Exomagazin zu gründen. Und das ist nach wie vor ein Familienunternehmen geblieben. Meine Frau kümmert sich um die Buchhaltung, ich kümmere mich um die Recherche, um die Arbeit.
Und das ist das, was wir bis heute machen. Das ist kein großer Laden. Wir sind kein multinationales Unternehmen. Wir haben keine großen, wir haben keine Angestellten oder irgendwas, sondern wir machen das einfach im Grunde als Familie. Und dazu kommt noch, als ich das damals gegründet habe, habe ich das als Bürgerinitiative gegründet. Und das war sehr schnell ziemlich erfolgreich, vom Geld abgesehen. Es kamen ganz viele Leute dazu, die sich alle für das Thema interessiert haben. Wir haben Regionalgruppen in vielen Bundesländern in Deutschland gegründet. Und ich bin regelmäßig rumgefahren und habe Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Und zwar als Koordinator, so hieß das von Anfang an. Allerdings habe ich dann zwei Sachen festgestellt. Das eine ist, ich bin kein guter Koordinator. Ich bin einfach kein guter Koordinator. Ich bin nicht, glaube ich, dafür begabt, Leute zu führen oder sowas. Und zweitens, die Leute wollten immer was machen. Die wollten natürlich aktiv sein. Und das Ding ist aber, zum damaligen Zeitpunkt, da macht man sich ja lächerlich, wenn man sich irgendwo mit einer Unterschriftenaktion vor dem Bundestag stellt oder sowas und die Leute bittet zu unterschreiben, dass die Regierung UFO-Akten freigibt. Denn damals, im Jahr 2007, da war ja überhaupt gar nichts bekannt über diese ganze Thematik. Das war ja das Tal der Ahnungslosen Deutschland und ist es eigentlich bis heute im Vergleich zu anderen Ländern, muss man sagen. Dominiert von erzkonservativen Debunker-Skeptikern, die Medien beherrscht haben, die immer dann eingeladen worden sind, wenn es um UFOs ging, um dann den Leuten zu erklären, dass das alles nur Heißluftballons sind oder Spinner. Und da ist mir klar geworden, und das ist der zweite Grund, warum ich mich auf Exo-Magazin gestürzt habe, dass man eigentlich erstmal noch viel mehr veröffentlichen muss. Man muss erstmal viele Informationen, man muss im Grunde den Job der Massenmedien machen, die das Thema seit Jahrzehnten ignoriert haben und nur Bullshit gesendet haben, muss man eigentlich sagen. Man muss also viel mehr Primärquellen, echte, wichtige Informationen an die Öffentlichkeit bringen. Und das haben wir gemacht, das habe ich gemacht. Ich habe Pressekonferenzen untertitelt von Militärzeugen, das Disclosure Project, dann die vielen Militärzeugen von der Coalition for Freedom of Information, eine Pressekonferenz UFOs und Atomwaffen, die organisiert worden ist von einem ehemaligen Militär, der damals im Bunker saß, während ein UFO über seinen Atomraketen schwebte, auf die er aufpassen sollte und die alle deaktiviert hat, Robert Salas. Ich bin auch gerade jetzt dabei, die UFO-Anhörung im US-Kongress zu untertiteln. Die kommt also demnächst auf unserem YouTube-Kanal mit deutschen Untertiteln. In voller Länge könnt ihr euch das angucken, damit wir Informationen haben, wo man sagen kann, okay, der sagt das und hier sind die Dokumente und hier sind die Fakten und das sind die offiziellen Aussagen. Das ist wichtig, dass wir solche Sachen haben. Dafür haben wir leider in Deutschland viel zu wenig. Ja, und so war ich halt die letzten 15 Jahre unterwegs, hab Akten aus Nationalarchiven geholt, habe Experten getroffen, habe mich mit Wissenschaftlern unterhalten, ich habe Verteidigungsminister interviewt, Astronauten, Astrophysiker, Militärs von niedrigem und sehr hohem Rang, alle möglichen interessanten Leute, Geheimdienstler. Ich habe ja mal Zivildienst gemacht, ja, weil ich mit dem ganzen Militärzeug nichts zu tun haben wollte. Ich weiß noch, wie ich mit 16 mal ein Praktikum bei der Chemnitzer Morgenpost gemacht habe und da ging es irgendwie darum, dass die Bundeswehr eine neue Uniform oder sowas eingeführt hat und dann sollte man jetzt also darüber schreiben, wie toll diese Uniform ist und wie super man sich damit verstecken kann. Und wir waren in so einer Kaserne, ich also mit 16 und mit dem Fotografen und dann kam ein Rekrut rein, ein kleiner Soldat mit dieser neuen Uniform. Und der hat gesagt, ja super, okay, und jetzt geh mal da raus in das Schlammloch und wirf dich da rein und robb da mal durch den Schlamm. Und ich war völlig entgeistert und sag zu dem Kommandanten von der Kaserne, also wie, was ist denn, wenn der da nicht reinspringen will? Dann sagt er, das kann befohlen werden. Und da war es für mich aus, da wusste ich, ich werde niemals zum Militär gehen. Und was für eine Ironie des Schicksals, dass ich also jetzt mich mit so vielen Militärs unterhalte, so viele militärinterne Begriffe und das alles kennen muss, um das zu einzuschätzen und darüber zu berichten, was ich hier mache. Ja, es ist wirklich unfassbar. Ja, ich habe auch führende Experten interviewt. Ich meine, ich habe Avi Loeb von der Harvard University interviewt. Ich habe mit
Luis Elizondo gesprochen. Das ist der Leiter des ehemaligen geheimen Forschungsprojekts im Pentagon. Den habe ich auch getroffen. Ich habe Colm Kelleher interviewt. Das ist der Programmmanager des noch geheimeren und noch größeren UFO-Forschungsprogramms im Pentagon, über das bis heute niemand spricht in den deutschen Massenmedien. Und das sehr viel aufregender war noch als ATIP. Ich habe bei unzähligen Medien Interviews gegeben, bei der ARD, bei WDR, bei Deutsche Welle, Deutschlandfunk, bei japanischen Zeitungen, japanischen Fernsehsendern. Ich habe sogar mal in einer Netflix-Serie mitgespielt. Also ich habe Interviews gegeben. Also viele große Mainstream-Medien auch. Da kommt im Laufe von 15 Jahren schon einiges zusammen. Vor allem habe ich mir im Laufe der Jahre ein wichtiges Netzwerk aufgebaut von Leuten, die so denken wie ich und die sehr gut informiert sind weltweit. Ich bin wirklich in Kontakt mit den wichtigsten Leuten in der westlichen Welt zumindest, die mit diesem Thema sich befassen, sowohl beim Militär als auch Journalisten, als auch Wissenschaftler. Ich bin auch Mitglied, ich habe sogar diese Organisation mitgegründet, die International Coalition for Extraterrestrial Research, wo wirklich die wichtigsten Forscher weltweit am Start sind, um zusammen zu versuchen, dieses Thema auf eine politische Bühne zu bringen, und zwar dorthin, wo es wirklich hingehört, zu den Vereinten Nationen. Mein Kollege AJ Jewart aus Brasilien, der auch Mitglied ist bei ICER, der organisiert jetzt gerade UFO-Anhörungen vor dem brasilianischen Bundessenat. Also das ist eben die Ernsthaftigkeit, mit der das Thema inzwischen weltweit angegangen wird. Es sind also wirklich unglaublich viele Sachen passiert in den letzten 15 Jahren. Und gerade vor allem in den letzten 5 Jahren sind unglaublich viele Sachen passiert. Ich meine, am Anfang, da war man ja freiwillig für die Journalisten. Wenn man sagt, ich interessiere mich für UFOs, dann bist du automatisch ein Verschwörungstheoretiker, ein ESO-Spinner oder was auch immer. Das hat sich geändert. Im Dezember 2017 ist Luis Elizondo, der ehemalige Leiter dieses ATIP-Programms, an die Öffentlichkeit gegangen, hat ein paar wichtige UFO-Fälle öffentlich gemacht. Und seitdem geht es Schlag auf Schlag. Es werden immer neue Militärzeugen bekannt, vor allem aus den USA. Es werden immer neue Fakten bekannt, immer neue Fälle. Inzwischen interessiert sich also der Geheimdienst für diese Geschichte ganz offiziell. Es gab einen Bericht des Direktors der Nationalen Geheimdienste in Amerika. Es gab kürzlich diese UAP-Anhörung vor dem US-Kongress, die nur der Auftakt ist für weitere UAP-Anhörungen. Und das wird noch spannend, Leute. Das wird noch spannend. Die NASA interessiert sich jetzt auch für UAPs, was eigentlich nahe liegt, denn die kümmern sich ja um den Weltraum und nicht nur die, da gibt's ja noch andere, mehr oder weniger geheime US-Organisationen, die sich auch darum kümmern. Und auch in Deutschland gibt es zumindest in der akademischen Welt einiges, was sich tut. Die Exosoziologie kümmert sich um die Konsequenzen eines Kontaktes mit außerirdischem Leben. Und Professor Hakan Kayal von der Universität Würzburg ist das erste und einzige Wissenschaftsinstitut, IFEX, das sich wirklich mit der Suche nach UAPs und außerirdischer Intelligenz beschäftigt. Und das ganz wissenschaftlich seriös. Und das hätte man vor 15 Jahren einfach nicht für möglich gehalten. Wir haben also jetzt wirklich, inzwischen darf man sagen, als amtierender Universitätsprofessor, dass man sich für das Thema interessiert und dass man es untersucht, ohne da negative Konsequenzen für seine Karriere befürchten zu müssen. Also ich meine, ich habe im Laufe der 15 Jahre noch mit vielen anderen Leuten gesprochen. Was glaubt ihr, wer alles bei mir angerufen hat? Und wir haben sehr interessante Informationen ausgetauscht. Und dann haben die gesagt, sagen Sie bloß keinem, dass ich bei Ihnen angerufen habe. Ja? Also viele Wissenschaftler haben sich schon immer für das Thema interessiert, nur halt nicht öffentlich. So, und der Kenntnisstand nach 15 Jahren ist, der offizielle Kenntnisstand, da fliegen Fluggeräte rum mit erstaunlichen Flugeigenschaften, die wir mit unseren Naturgesetzen kaum erklären können. Und so wie es aussieht, zeigen diese Fluggeräte irgendeine Art von Intelligenz. Sie werden offenbar intelligent gesteuert und sie interessieren sich für unsere Atomanlagen, für Atomwaffen, für ballistische Interkontinentalraketen, für Atomkraftwerke. Sie interessieren sich für Atomsprengköpfe, sie interessieren sich für atomgetriebene Flugzeugträger, sie interessieren sich sogar für die Kommunikationsstation, die mit den atombetriebenen U-Booten Kontakt hält. Solche Sachen.
Das ist jetzt das, was man inzwischen weiß. Was man immer noch nicht weiß, ist, was dahinter steckt und wie viel die Regierungen eigentlich wirklich darüber wissen. Denn was wir jetzt gesehen haben, ist ja nur die Spitze des Eisbergs, diese UAP-Anhörung. Ich meine, die langweiligere Videos hätten sie ja gar nicht zeigen können. Und sie haben auch sich vorgenommen, dass sie in Zukunft solche Videos, die Luis Elizondo im Dezember 2017 rausgebracht hat, die groß die Runde gemacht haben in den New York Times und Washington Post und so weiter, dass die also in Zukunft nicht mehr veröffentlicht werden dürfen, weil die geheim eingestuft sind. Welchen Grund haben die Regierungen, das geheim zu halten? Das ist eine sehr interessante Frage. Sie sagen immer, naja, es geht nur darum, dass niemand erfahren soll, was wir für Sensoren haben und wie gut wir wirklich sind. Aber ich denke, vielleicht steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter, nämlich, dass sie tatsächlich schon Technologie haben, von denen sie uns nichts sagen wollen. Und eigentlich wäre ja jetzt auch langsam so der Zeitpunkt, jetzt wo das Öl knapp wird, wo das Gas knapp wird und so, dass sie mal ein bisschen was aus dem Schuppen holen, oder? Was denkt ihr? Und die Frage ist natürlich auch, wo werden wir in 15 Jahren sein bei diesem Thema? Wo sind wir im Jahr 2037? Da gibt es jetzt mehrere Szenarien, die wir uns überlegen können. Ich meine, die Welt ist im Umbruch, keine Frage, ja. Das weiß jeder. Jeder sieht, wir steuern auf einem grandiosen Höhepunkt zu. Die dramatische Wende in der Geschichte der Menschheit wird auch Zeit. Und jetzt ist eben die Frage, in welche Richtung das alles geht. Dazu gibt es ein pessimistisches und mehrere pessimistische und mehrere optimistische Szenarien. Hier mal eins der pessimistischen. Irgendeine große Weltmacht, zum Beispiel die USA oder Russland oder China, aber vielleicht eher USA, benutzen das UFO-Phänomen. Sie werden sagen, ja, die gibt's, aber es ist eine geheimnisvolle, fremde, außerirdische, bösartige Macht, die unseren Planeten überfallen will. Und deswegen müssen wir uns jetzt alle unter einer Weltregierung vereinen und versuchen sozusagen, unsere Position weiterhin zu halten als die Weltmacht. Und hier mal ein positives, ein optimistisches Szenario. Die Regierungen der Welt erkennen an, dass das Phänomen real ist. Nicht nur die USA, sondern mehrere große Länder. Das führt dann dazu, dass die Leute bereit sind, darüber zu reden, dass immer mehr bekannt wird. Sie werden Technologie, die sie vielleicht schon nachgebaut haben, veröffentlichen, für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Wir sind unabhängig von fossilen Brennstoffen. Wir können unsere Umwelt retten und wir erleben eine Renaissance der Menschheit. Wir werden nicht nur verstehen, dass es Außerirdische gibt, sondern wir werden auch verstehen, dass es andere Intelligenzen gibt, dass wir noch nie allein auf diesem Planeten waren. Wir werden vor allem unglaublich wichtige Einsichten in die Natur des Universums erhalten, in unsere eigene Rolle, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wir werden sensationelle Erkenntnisse machen über die Geschichte unserer eigenen Menschheit. Wir werden völlig neue Einblicke darin gewinnen, was die sogenannte Realität eigentlich ist und wie sie beschaffen ist. Es werden sich neue Wissenschaftszweige bilden, die was mit Bewusstsein zu tun haben und so weiter. Vor allem aber denke ich, dass wir auch dadurch eine neue Perspektive auf uns selber bekommen würden, wenn wir anerkennen, dass wir nicht allein sind auf diesem Planeten. Denn wir müssen uns ja mal vor Augen halten, wie weit die uns voraus sein könnten, diese Intelligenzen, die uns hier besuchen, / die hier sind. Ich meine, die könnten uns 1 Milliarde Jahre voraus sein. Das ist ja immer, wird ja immer gesagt, ja, warum, wenn es die wirklich gibt, warum landen die nicht mal vor dem Weißen Haus und klappen die Luke runter und sagen, bringt uns zu eurem Anführer. Also ich denke, wir müssten mal wirklich, also wir können das natürlich nicht, aber wir brauchen nur mal versuchen, aus unserem eigenen Erfahrungsschatz, aus unserer eigenen Welt uns hineinzuversetzen in eine Perspektive, die von oben betrachtet das Geschehen auf der Erde hier sich anschaut. Und ich denke, dass wir dann ziemlich demütig werden würden und das Ganze von außen betrachten und unsere eigene Rolle darin auch sehr demütig sehen und erkennen würden. Ich denke, Demut ist auch genau das, was wir jetzt eigentlich gerade brauchen, ja, wenn man sich anguckt, was hier auf diesem Planeten läuft. Eine riesengroße Transformation, die sicherlich nicht in 15 Jahren abgeschlossen ist, aber vielleicht sehen wir in 15 Jahren schon die ersten zarten Pflänzchen davon durch den Boden sprießen.
Kurz gesagt, es steht uns eine extrem spannende Zeit bevor mit vielen krassen Umwälzungen, neuen Entwicklungen, neuen Erkenntnissen und Enthüllungen. Und ich freue mich drauf, Leute. Ich bin optimistisch und ich hoffe, ihr seid es auch. Denn das ist ziemlich wichtig, welche innere Einstellung wir zu den Dingen haben, die sich da im Äußeren dann später entfalten. So, jetzt wisst ihr, was ich die nächsten 15 Jahre mache. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald wieder hier. Ciao, ciao.